Das Wort hat die Kollegin Katrin Vogler von der Fraktion Die Linke. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, vielen Dank. Nach so viel Humor wollen wir mal versuchen, wieder ein bisschen Ernst in diese Debatte reinzubringen. Vor Ostern ist es ja laut durch den Blätterwald gerauscht. Der FDP-Gesundheitsminister will die Pharmakonzerne entmachten, hieß es da. Die Branche jaulte natürlich zunächst auf, aber zum Beispiel der Bundesverband der pharmazeutischen Industrie hat dann nur trocken kommentiert, da wolle der Minister die Unternehmen wohl zu etwas zwingen, was sie sich selbst ausgedacht haben, weil tatsächlich in weiten Teilen dieses Verhandlungskonzept ja auch von den Verbänden vorgelegt war. Nun haben wir als Parlament das Konzept der Bundesregierung ja noch nicht vorliegen. Aber was da so durchgesickert ist, lieber Kollege Spahn, das scheint tatsächlich in einigen Punkten zustimmungsfähig für uns zu sein. Insbesondere die Kosten-Nutzen-Bewertung und die Orientierung an internationalen Vergleichspreisen, das haben wir in unserem Antrag ja auch drin. Diese Schritte, die sind aber alleine keineswegs ausreichend, um den Selbstbedienungsladen für die Pharmaindustrie zu schließen. Solange diese nämlich selbst die Preise festlegen und über die Studien entscheiden, mit denen Nutzen und Risiken belegt werden, so lange, liebe Kolleginnen und Kollegen, werden wir die Arzneimittelausgaben nicht in den Griff bekommen. Ihr Preisstopp in Kombination mit einem zusätzlichen Zwangsrabatt von 10% schafft da zwar kurzfristig etwas Luft, aber dann setzen doch die Hersteller eben zukünftig die Preise für neue Produkte entsprechend höher an. Und zumal sie ihnen ja weiter für das erste Jahr oder 15 Monate gestatten wollen, diese Mondpreise zu kassieren. Außerdem, das haben wir gelernt, werden die Unternehmen dafür zu sorgen wissen, dass dann eben entsprechend mehr Medikamente verordnet werden. Und dem müssen wir im Interesse der Versicherten einen Riegel vorschieben. Das Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen, das IQWiG, hat vor 2 Jahren in einer Studie festgestellt, dass nirgends in Europa so viel für Medikamente ausgegeben wird wie bei uns, während gleichzeitig deutsche Ärzte weniger Zeit für die Patienten aufwenden als ihre Kollegen im Ausland. Und zwischen diesen beiden Fakten, liebe Kolleginnen und Kollegen, gibt es einen Zusammenhang. Viele Patienten erleben das, dass sie im Wartezimmer sitzen müssen, während die freundliche Dame oder der Herr von der Pharmaindustrie dem Doktor gerade mal die neuesten Medikamente vorstellt. Ärzte berichten, dass dies keine Informationsgespräche sind, sondern knallhartes Marketing. Und die Erfolge dieses Marketings, die zahlen die Kassen mit jährlich steigenden Arzneimittelausgaben. In Polen zum Beispiel dürfen Pharmareferenten nicht mehr während der Sprechstunden in die Arztpraxen. Warum eigentlich machen wir nicht auch sowas? Das Deutsche Ärzteblatt stellt fest, dass die Pharmaindustrie in großem Stil Studien vortäuscht, manipuliert oder unterdrückt, um Medikamente von zweifelhafter Wirksamkeit und unzureichender Sicherheit an den Mann oder die Frau zu bringen. Die großartige Innovationskraft der forschenden Pharmaindustrie, der Sie gerade auch wieder das Wort geredet haben, lieber Kollege Spahn, ist in Wahrheit allzu oft nur eine Chimäre, die benutzt wird, um hohe zweistellige Umsatzrenditen zu rechtfertigen. Und wirkliche Neuerungen zum Nutzen der Patienten sind viel seltener, als die Lobbyisten uns glauben machen wollen. Es gibt welche, aber sie sind deutlich seltener, als das immer behauptet wird. Wenn sich, wie die FDP sagt, Leistung wieder lohnen soll, dann müssen doch die Medikamentenpreise konsequent am Nutzen für die Kranken festgemacht werden. Und dafür sollten wir uns gemeinsam einsetzen. Die Linke fordert außerdem ein verbindliches öffentliches Register für Arzneimittelstudien. Damit hätten wir nämlich ein Instrument, um Manipulationen in der Bewertung neuer Therapien entgegenzuwirken. Vor weniger als einem Jahr hat übrigens ein gewisser Dr. Philipp Rösler, damals niedersächsischer Wirtschaftsminister, einen Beschluss unterzeichnet, der die Kosten-Nutzen-Bewertung von Arzneimitteln sehr kritisch sieht und fordert, die Interessen der pharmazeutischen Industrie nicht zu beschädigen. Erleben wir da eigentlich gerade einen echten Perspektivenwechsel? Oder ist das doch eher Wahlkampfhilfe für Ihren Parteifreund Andreas Pinkwart in NRW, um die Mehrheit im Bundesrat für die schwarz-gelbe Kopfpauschale nicht zu verlieren? Eine kurze Bemerkung nur zum Antrag der SPD. Wir haben das ja gerade beim Beitrag des Kollegen Lauterbach, glaube ich, sehr deutlich gemerkt. Er hatte da relativ wenig zu sagen. Der Vorwurf an die jetzige Bundesregierung, sie sei schuld an den Zusatzbeiträgen etlicher Krankenkassen, wird ja auch durch die erneute Wiederholung nicht wahrer. Erinnern wir uns doch, Zusatzbeiträge, Praxisgebühr, Sonderbeitrag von 0,9%, Zuzahlungen,
Das alles, das wurde in Ihrer Regierungszeit auf den Weg gebracht, und da können Sie sich auch nicht aus der Verantwortung stehlen. Was Ihnen jetzt zu den Arzneimittelpreisen einfällt, unterscheidet sich leider nur wenig von den Ideen aus dem Ministerium. Ihnen fehlt da wohl der Mut, die untauglichen Rezepte aus der eigenen Regierungszeit über Bord zu werfen und noch mal ganz neu nachzudenken. Deswegen lade ich Sie dazu ein, den Antrag der Linken zu unterstützen und mitzuhelfen, dass die Bedürfnisse der Patientinnen und Patienten endlich über die Interessen der Aktionäre gestellt werden. Herzlichen Dank.